Ergebnis ist mit 4:0 viel zu hoch ausgefallen anhand der Spielanteile, die wir jetzt hatten. Ich finde, dass wir gut Fußball gespielt haben, aber Pech halt einfach immer genau zum richtigen Zeitpunkt auch die Tore gemacht hat. Und wenn man gerade die letzten 7-8 Minuten schaut, dass wir nochmal in Unterzahl eine gute Drangphase haben, einige Gelegenheiten haben, aber es hat heute nicht sollen sein, wie es so schön heißt. Ja, das Spiel kam uns entgegen eigentlich. Wir haben das nicht so kontrolliert, das Spiel, also von der Spieldominanz her, aber die wichtigsten Zweikämpfe gewonnen und dann zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht letztendlich. Wir hätten vielleicht ein bisschen noch mehr ausbauen müssen, vorher die 2-0-Führung, aber im Prinzip bin ich sehr zufrieden mit der Leistung, halt, die wir so gemacht haben, gegen eine kompakte Mannschaft, die auch gut Fußball gespielt hat, aber der Zug zum Tor war für den zu wenig jetzt halt. Und wir haben zum richtigen Zeitpunkt, wie gesagt, die Tore gemacht, haben uns auch auf unseren Torjäger eigentlich verlassen, der dann auch die ersten Situationen gemacht hat und sind immer nachgerückt. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Cleverness hätten wir vielleicht vorher schon das Ergebnis ausbauen können. Aber auch in Unterzahl hatten die noch eine Chance jetzt hier oder zwei, drei. Also wir hätten auch noch ein Gegentor bekommen können. Maria Linden hat 15 Punkte, wir haben 12. Das nächste Heimspiel ist Maria Linden. Für uns kann es nur bedeuten, halt eben alles ins nächste Spiel zu Hause zu werfen und 3 Punkte gegen Maria Linden zu holen, um die einfach mit ins Boot zu ziehen. Klassenhalt ist halt einfach unser Ziel und da fehlen momentan 2-3 Punkte, damit wir voll im Soll sind. Bad Honnef hat heute gewonnen, ist auch nochmal rangerückt. Also es werden harte, schwere Wochen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir bis zum Winter noch 8 Punkte holen. Das war unser Ziel, mit 20 Punkten in die Winterpause zu gehen. 8 fehlen noch und da werden wir hart dran arbeiten, um die zu holen. Ziel ist eigentlich eine gute Situation zu machen in der Landesliga, die wir jetzt haben. Wir wollten unter die ersten 5 spielen und das ist auch ein klares Ziel. Aufstieg, da redet jetzt keiner davon. Das ist halt tabellenplatzmäßig, aber das wird sich zeigen halt. Ne? Nur insgesamt sind wir sehr zufrieden, wenn wir unter die ersten 5 spielen.